Wir sind eine Unternehmensinitiative aus Rostock und haben es auf Ihren Einwegplastikverbrauch abgesehen. Die Rostocker Initiative Plastikfreie Stadt half dem Hotel Radisson Blu, seinen Kunststoffverbrauch zu senken. Das Hotel war eines der ersten Unternehmen, das sich 2019 der strengen Plastikmüllanalyse stellte. In welchen Bereichen es Kunststoff eingespart hat und vor allem wie viel, das wollte unsere Redakteurin Luisa genau wissen. Sie verabredete sich dafür mit Daniel Brüher. Der Titel Rostock plastikfrei ist eigentlich auch eher vielleicht eine kleine Provokation, was ein optimales Ziel wäre. Aber das ist derzeit zumindest noch unrealistisch. Wir finden, es ist sehr wichtig, dass man die Dinge nutzt, die irgendwie so offenkundig sind. Man auch kritisch hinterfragt, muss das so bleiben, wie es immer war? Oder gibt es vielleicht cleverere Ideen? Gibt es neue Produkte, die man einsetzen kann, um den Müll zu reduzieren, ohne den Klugscheißer zu geben oder den erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit zu zeigen und sagen, Müll für Plastik darf nicht sein, das ist Quatsch. Sondern da, wo sinnvoll, wird es eingesetzt. Der Komfort und die Sicherheit haben oberste Priorität. Nichtsdestotrotz, clevere Ideen kann man umsetzen. Und knappe 2.500 Kilogramm, die wir pro Jahr einsparen mittlerweile, stimmen mich doch sehr zufrieden. Das sind knapp 50%. Insgesamt fallen im Radisson Blu 4,9 Tonnen pures Plastik an. Der meiste Kunststoffmüll entsteht in den 251 Hotelzimmern. Insbesondere in den Bädern. Dafür hat sich das Hotel eine einfache Lösung überlegt. Hier haben Sie dann entsprechend die einzelnen Produkte. Ja, Conditioner, Wash und Shampoo. Richtig. Das war eine Initiative, die wir glücklicherweise gemeinsam mit der Hotelkette, also der Radisson Hotel Group, initiiert haben. Nachdem wir vor knapp 2 Jahren neue Produkte in unsere Badezimmer gestellt haben, immer abgepackt in kleine 30 Milliliter Fläschchen, wurde das geändert auf große Pumpflaschen, die wieder befüllt werden. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Mag vielleicht auf den ersten Gedanken auch so sein, aber es wurde dabei darauf geachtet, dass wir wirklich tolle Produkte drin haben, die man als Gast nicht öffnen kann, sondern nur mit einem Schlüssel wieder zu befüllen sind. Hat einen wahnsinnigen Effekt, nämlich wir haben knapp 170.000 Fläschchen à 30 Milliliter oder 8 Gramm Plastik einsparen können dadurch. Und ergänzend dazu, so eine Flasche ist niemals leer, wenn der Gast einmal geduscht hat. So, und das verhindern wir jetzt und haben wirklich einen richtig nennenswerten Beitrag zur Müll- und Plastikreduktion, nämlich in der Summe von knapp 1 Tonne, die dadurch eingespart wird. Das hat das Hotel alleine 2019 eingespart. Auf einige Plastiksachen kann Boyer allerdings nicht verzichten. Die Corona-Maßnahmen erfordern, dass er die TV-Fernbedienung in Folie hüllen muss. Zumindest bis die Hygienemaßnahmen wieder aufgehoben werden. Doch was passierte jetzt eigentlich mit den vorhandenen Miniseifen, Lotions und Shampoos? Nicht alle Hotels haben sofort umstellen können. Dann haben wir dann die großen Mengen in andere Hotels gegeben und haben auch eine Zeit lang parallel die Produkte bereitgestellt, bis es entsprechend aufgebraucht ist. Weggeschmissen ist es natürlich nicht worden, weil das wäre wirklich dekadenter Frevel. In der Restaurantküche ist das unumgänglich. Dort fällt allerhand Rest- und Biomüll an. Auch in diesem Bereich konnte der Hotelmanager den Kunststoffverbrauch ein wenig reduzieren. Wir haben im gesamten Hotel ein neues System zur Mülltrennung implementiert und haben dabei darauf geachtet, dass die Behältnisse, die wir kaufen, in eine bereits vorhandene Topfspülmaschine hineinpasst. Also nicht die Maschine da, wo das Geschirr durchläuft und die Gläser und sonst was, sondern das ist ein separates Gerät mit einem großen Fassungsvermögen, was sowieso heiß ist, also keine zusätzlichen Ressourcen verschwendet in dem Sinne. Und da passen halt die Mülleimer rein, die wir gekauft haben. Man hätte die auch größer kaufen können, wäre auch fast so passiert, aber kleiner passen sie halt da rein. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir keine Müllbeutel mehr dort hinein tun müssen. Sprich, die Dinge, die in den gelben Sack gehen, die haben sowieso kaum eine Verschmutzung außen. Sprich, das Behältnis von innen ist nicht verschmutzt. Früher war da immer noch ein Müllbeutel drin, weil es ja so praktisch war, dieses Beutelchen wegtragen zu können. Ähnliches ist auch entsprechend mit dem
mit der Futtertonne, wo Speisenreste entsprechend platziert werden. Die wird ausgekippt in eine große Tonne hinein und dann geht der Eimer einfach durch die Spülmaschine und wir sparen uns diesen Müllbeutel dort. Zu Hause bei Familie Boyard wurde die Mülltüte aber noch nicht ganz verbannt. Die Diskussionen laufen noch, verrät er. Zu einem leckeren Frühstück gehört für viele Gäste ein frischer Schinken. Dieser wurde zuvor mit unnötig viel Plastik eingewickelt. Auch da hat der gebürtige Warenmüritzer eine Idee. Das ist meine Lieblingsgeschichte eigentlich dabei, wo man halt auch drauf gekommen ist. Wir haben früher schon geschnittenen Schinken auf dem Frühstücksbuffet bereitgestellt. Der wurde mal geliefert in 500 Gramm Packung, entsprechend Plastik ringsherum und dummerweise kam der eigentlich auch noch aus dem Schwarzwald. Wir haben aber in Bad Sülze die Fleischerei Keding, die einen ganz hervorragenden Schinken produzieren und den schneiden wir jetzt im Stück geliefert auf einer Schwungradmaschine auf. Netter Nebeneffekt, wir haben was Lokales. Der Gast findet es irgendwie witzig, dass da so eine Maschine rattert und wir sparen oben rein noch Plastik. Das ist nicht viel, damit werden wir auch nicht den Planeten retten, das ist uns auch klar. Aber es ist ein kleiner Beitrag und in der Summe sind es knapp 10 Kilogramm Plastik im Jahr. Also. Das ist bezogen auf die 4,9 Tonnen Plastikverbrauch natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. In der Warenannahme sieht es anders aus. Lokale Lebensmittellieferanten schlugen ihre Paletten unnötig mit Verpackungsfolie ein. Da hat der 41-Jährige ihnen einen umweltfreundlicheren Vorschlag gemacht, wie die Ware trotzdem sicher transportiert werden kann. Das bei einer wöchentlichen Lieferung, jeweils 80 Meter Folie einmal ringsherum, macht so roundabout 450 Gramm, haben wir doch eine Ersparnis von sage und schreibe knapp 400 Kilogramm im Jahr erreicht. Nur dadurch, dass wir mit dem Lieferanten sprechen konnten und statt der Folie letztlich Spanngurte nehmen, um die Ware zu sichern. Seine gewonnenen Erkenntnisse gibt der Hoteldirektor auch an andere Unternehmen gerne weiter. Die Initiative Rostock Plastikfreie Stadt wächst stetig. Dazu gehört auch der plastikfreie Trinkhalm. Er darf in der Hotelbar natürlich nicht fehlen. Ab nächstem Jahr ist der Kunststoffstrohhalm sowieso verboten. Deswegen ist eine aus Maisstärke eine umweltfreundliche Alternative. Auch unserer Redakteurin Luisa schmeckt der alkoholfreie Cocktail damit richtig gut.